Oh ja, jetzt kann ich da die Wurst auch wieder einschalten. Nee. So. Okay, für eure Hilfe. Noch wird der Honig nicht klamm, aber wenn er klamm wird, wird es ungemütlich. Und ja, die Besenmacher, die verbrauchen auch ziemlich gut. Noch haben wir Zeit, das ist das Gute. Also ja, könnte vielleicht ein Fehler sein, das Ding maximal auszubauen. Allerdings brauchen wir noch immer jetzt 8 Schwerter. Ja, es fehlt uns immer noch an Holz. Nee, das kann ich vergessen. Ich muss es doch hier unten machen. Es fehlen uns immer noch 6 Schwerter. Jawohl! Alles klar! Oh Mann, wird das eine knappe Sache mal wieder. Okay, 5 Schwerter fehlen uns. Alles klar! Jawohl! Brot haben wir jetzt genug. Ein Karren wurde ausgesandt. Es ist auch schön, dass wir genug Brot haben. Das heißt, wir könnten jetzt den Bäcker freistellen. Wir haben nun ausreichend Brot für die Expedition bereitgestellt. Ei! So, die Schaffer mal upgraden. Den wollte ich eigentlich... Nee, zurück. Obwohl, du hast genug, also. Den wollte ich eigentlich wenigstens 2. Okay, sogar 3 spendieren. Dann wollte ich dich ausbauen und als nächstes den Seifenmacher, wenn wir genug Holz haben. Okay. Ich hoffe,
hoffe, ihr streckt bei streckt es jetzt. Ist bereits September. Wir müssen uns beeilen, um die Ausrüstung und die Truppen rechtzeitig bis zum Ende des Monats bereitstellen zu können. Schon unterwegs. Ein Karren wurde ausgesandt. So, dann müssen wir nur noch hoffen, dass unser Waffenmeister seine Rohstoffe holt, die er braucht. Die Kleidung ist im Basislager. Gut. Ei! Schon unterwegs. Die letzten Soldaten. Unsere Eskorte steht bereit. Sehr gut. Sobald das Wasser des Flusses gefriert, kann die Expedition aufbrechen. Jawohl! Wir müssen einen sicheren Weg hoch in das Gebirge zu Darius Festung finden und den Schatz bergen. Oh Mann, ich brauche nur 5 weitere Gebäude. Das wird dann auch noch lustig werden. Ei! Jetzt hätte ich gerne Holz, um das Ding hier zu erobern. Das könnte allerdings noch etwas... Ne, da kommt das Holz gut. Schon unterwegs. Etwas Zeit haben wir ja noch, bevor der Fluss gefriert. Verstanden. Oh, ach ja, und du kannst jetzt auch deine Kleidung an den Mann bringen. Ne, hier kann ich es vergessen. Aber hier. Wir haben ein Territorium eingenommen. Vielleicht. Ja. Hier kann ich eine Kuhfarm errichten. Auf eure Defese-Siedlung zu diesem Zeitpunkt. Alles klar. Nicht betrieben. Alles klar. Alles klar. Ei! Wie ihr wünscht. Sofort. Schon unterwegs. Verstanden. Verstanden. Jawohl. So, diesmal ist es auch mit dem Eisen aufgegangen. Uns fehlen aber Tierkörper. Ja gut, wir haben auch einen ziemlich hohen Verschleiß gehabt. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Ei! Alles klar! Was unser Hauptproblem sein wird, wenn sie es nicht geändert haben. Jawohl! Schon unterwegs! Überrascht? Euer Freund Namavili hat geredet wie ein Wasserfall. Wir werden den Schatz vor euch erreichen. Diese unverhofften Reichtümer werden uns helfen,
Hedun ein noch schnelleres Ende zu bereiten. Warum hat sich Nama Vili nicht in Sicherheit gebracht? Hoffentlich ist er wohl auf. Wir müssen Darius Schatz unbedingt vor unseren Feinden erreichen. Kanas Mannen scheinen einem verborgenen Pfad unter der Erde zu folgen. Sie sind in einer Höhle verschwunden. Hoffentlich führt sie dieser Weg nicht schneller zum Ziel. Wir dürfen nicht zurückfallen. Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht. Ja, da ist halt das Problemchen. Oder wie man es nennen möchte, das sehr große Problem. Mauern, die uns im Weg sind. Jawohl! Die Mauern ein! Auf euren Befehl! Sofort! Hier scheint sich ein Waffenlager zu befinden. Sollte es sich etwa um die legendären Donnerfässer der alten Meister handeln? Lasst uns Holz herbeischaffen und ein Feuer entzünden, um diese Mauer zu Staub zu zermalmen. Ein Karren wurde ausgesandt. Mit dem Fisch, was wir haben, noch eine Räucherei. Und eine Käserei wäre auch nicht schlecht. Mit dem bisschen Milch, was wir kriegen. Ei! Auf euren Befehl! Irgendwie muss ich nämlich da die 20 Häuser zusammenkriegen für für den nächsten Titel meines Ritters. Und das sehr schnell, wenn ich das nämlich nicht hinkriege. Ist es aus dem Traum vom Fliegen. Sofort! Das habe ich nämlich noch ziemlich gut in Erinnerung. Gar nicht die Verwendung von Weihrauch verbieten würde. Nee. Bei dem brauche ich, glaube ich, auch für die Mission. Die Mauer ist dem Staub gewichen. Welch gewaltige Kraft die Alten zu nutzen wussten. Unser Weg ist frei. Auf euren Befehl. Diesen Ritter gilt es zu beschützen. Weil der Winter hört langsam auf. Das heißt, wir könnten uns jetzt um Weizen kümmern. Wie ihr wünscht. Seid willkommen, Fremde. Einst befahl Dario meinen Vorvätern, diesen Ort zu bewachen, bis die drei Steine der Pforte sie demjenigen öffnen möge, der von edlem Blut und reinem Herzen ist. Als Freunde Nama Vilis habe ich keinen Zweifel an eurer Gesinnung.
Folget dem nahen Ruf der Steine und bringt sie zu mir. Auf euren Befehl! Oh, Wölfe. Ja, ein paar Gebäude haben wir noch, die arm sind.